Hallo, der Marc von Piercing Studio Wien und wir haben gleich was Schönes für euch. Wir haben im Hintergrund, habe ich sie schon aufgebaut, unsere Modelle und die kommen gleich zum Einsatz. Ich werde euch jetzt mal die Modelle filmen, also ein Close-up von diesen lustigen kleinen Silikonmodellen filmen und euch mal so sagen, was ist da, was seht ihr da, was gibt's da alles, worauf müsst ihr da achten und einfach mal ein bisschen drauf eingehen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt genau das ist, was ihr eigentlich hören wollt oder ob ihr euch dann nur auf ein spezielles Modell fokussiert habt, aber ich habe öfters gelesen, ja, Marc, du hast auch diese Modelle im Hintergrund und erklären sie doch mal und sag mal ein bisschen was dazu. Früher hatten die alle Namen, das haben wir leider nicht mehr. Ich habe die ganzen Namensaufkleber weggerissen, weil die einfach immer mit der Zeit sich verfärbt haben. Wir müssen die so oft desinfizieren und sauber machen. Das ist dann nicht schön geblieben, deswegen haben wir sie jetzt einfach so clean und schlicht. Und ganz, ganz früher waren die auch mal Hautfarben. Mittlerweile haben wir die auf schwarz, weil sie einfach neutraler und cooler aussehen, auch zu unserer Wand besser auspassen als diese hautfarbenen Modelle. Also, lasst euch mal überraschen, was ich da zu erzählen habe. Und wichtig natürlich, wenn ihr da noch was braucht, Informationen wollt zu dem Thema Modelle und was da drauf ist, was ihr da seht. Oder wenn ihr da was nicht seht, was ihr gerne sehen wollt oder erklärt haben wollt, dann sagt mir das bitte und dann schreibt mir das in die Kommentare rein. Dann werde ich versuchen, ein eigenes Erklärungsmodell-Video für euch zu machen. Zum Thema Intim-Piercings gibt es auch bald eine Modellarbeit und zum Thema Brustwarzen-Piercings sage ich hier auch einiges. Ich kann aber auch da gerne noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt geht es nur um die Modelle. So, ganz viele von euch haben mich mal gefragt, ob ich mal unsere Modelle hier filmen kann. Und das mache ich jetzt gerade mal. Und dann müssen wir natürlich sagen, was euch da interessiert oder was euch da besonders dran gefällt oder nicht gefällt. Kann mir schon vorstellen, was dem einen oder anderen besser gefällt. Also letztlich haben wir hier unseren Willi. Früher hatten die immer Namen. Ja? Also da hatten wir ganz früher hier unten immer so Labels drauf. Da hatte mal eine Mitarbeiterin von uns diesen Etikettenlabel in die Finger gekriegt. Und dann war der irgendwie langweilig und dann hat die hier mal angefangen, den Dingern Namen zu geben. Ja, das war lustig. Ich meine, ein paar Namen erinnere ich mich, glaube ich, noch. Das ist Willi eben hier. Unser Prinz Albert Model, da haben wir einen Prinz Albert drin. An dem Ding kann man natürlich nicht so viel stechen, also da tut man sich auch schwer, ein Hafada zu machen oder jetzt ein Frenum, weil das Ding einfach irgendwie so ein bisschen komisch ist und jetzt nicht wirklich irgendwie da sich gut eignet, um Piercings darzustellen. Dann haben wir hier unsere Zunge, frag mich bitte nicht mehr, wie die hieß, da haben wir jetzt mal ein normales Zungenpiercing gestochen, das kennt man natürlich eh. Und natürlich auch ein Snake Eyes. Weil das momentan sehr modern ist. Der Zunge kann ich natürlich jetzt keine Scoop-Piercings stechen, weil das sehr schwer wäre in dieser Plastikoberfläche, in dem Silikonmodell. Übrigens sind die Modelle alle mit echten, von echten Menschen gemacht, das sind echte Abdrücke genommen. Das ist eine Firma in Australien, die das macht. Da haben wir mal eine Männerbrustwarze, nee, weil das ist eine Frauenbrustwarze, da soll der Nippel ein bisschen mehr rausstehen. Da haben wir quasi jetzt so das mit 4 bzw. 5 mm Kugeln drauf mit weißen Steinen, so sieht das mal aus. Und wichtig, ich werde immer wieder gefragt, ja, im Brustwarzenpiercing, wo wird das eigentlich gestochen? Ein Brustwarzenpiercing wird schon gestochen am Übergang von der Warze zum Warzenhof. Also wir haben hier vorne drin die sogenannte Zwirbeldrüse und wenn ich diese Zwirbeldrüse quasi, die hintersteche ich. Also wir stechen nicht vorne hier durch, wo das wirklich, sage ich mal, in der Brustwarze drin ist, sondern dahinter, das sieht man auch auf dem Modell schön, weil dadurch habe ich dann nicht die Zwirbeldrüse durchstochen, sondern den Übergang von Warze zu Warzenhof. Da ist es sehr weich, wenn ihr euch das einmal hinkneift, merkt ihr das. Und da gehört das Brustwarzenpiercing hin und nirgends anderes. Und dann gibt es auch keine Probleme mit der Heilung. Bei Männern ist genau das Gleiche. Unsere Männerbrustwarze ist jetzt mal hier. Und da sieht man auch schon, die Brust ist etwas... Da draußen haben sie, glaube ich, gerade jemand erschlagen. Also ich frage, was da so knallt. Das ist so da. Keine Ahnung, was die da machen. Lass den leben, der hat da nichts getan. So. Was macht ihr denn da, Kerstin? Die 2-Euro-Münzen haben sie aufgemacht. So. Also, das ist die Männerbrustwarze hier. Und die ist eben, oft werde ich gefragt, kann jeder Mann die Brustwarze stechen? Die Antwort ist ja. Wir haben oft das Thema, dass die Männer glauben, sie haben so kleine Brustwarzen. Natürlich gibt es viele Männer mit kleinen Brustwarzen, wo die Nippel nur so, sage ich mal, 8 oder 10 mm Durchmesser sind. Und wenn das der Fall ist, ist es auch überhaupt kein Problem. Dann kann man natürlich trotzdem die Brustwarze stechen. Man muss eben nur ein bisschen das anpassen, den Stichkanal und auch die Form. Wichtig ist, lasst euch nicht den Warzenhof stechen. Ich hatte heute eine Anfrage, ob ich mal ein Video dazu machen kann. Wir haben leider noch keinen Mann jetzt gerade, der sich filmen lässt, aber bitte nie den Warzenhof stechen lassen. Der Warzenhof gehört nicht gepierst. Auch bei einer Frau nicht, sieht ekelhaft aus. Was haben wir hier noch Schönes? Machen wir Septum. Wir haben hier Septum, das hieß glaube ich früher Paulinchen und das Paulinchen hat eben hier ein Septum mit 1,2 und da seht ihr mal ein Septum mit 1,2 und dann haben wir mal daneben unsere Männernase, ja, wie nennen wir den, Egon vielleicht, der hat einen 1,6er drin. So, 1,6, 1,2, ha, jetzt sieht man das wahrscheinlich nicht so gut, das sagt ihr wieder, das erkennt man nicht, jetzt muss ich da wieder rumfuseln. So, also da sieht man wirklich nochmal den Unterschied ganz gut, 1,6, 1,2.
ein Sex. Also ich muss sagen, ich finde ein Sex mit Viererkugeln, wie ihr es hier seht, bei Männern ehrlich gesagt sehr cool. Und bei Frauen muss ich sagen, finde ich ein 1-2er-Piercing eigentlich recht schön. Und das würde ich einfach auch entsprechend so machen, wenn ich euch wäre. Ja, wobei, wir haben auch Männer, wo ich 1,2 steche, auch in den Videos jetzt wieder. Weiß nicht, ob das im Video schon war. Also da haben wir 1,2 gemacht bei einem Jungen. Das sieht auch schön aus. Beim Georg, oder Gregor, glaube ich, war es. Verzeih mal, wenn ich es falsch gesagt habe. Haben wir 1,6 gemacht. Den wir jetzt auch noch auf. Der kommt ja aus Kärnten. Das sieht auch, finde ich, freue mich drauf. Und 1,6 kann so ein bulliger Mann, so ein massiver Typ schon haben. Aber es gibt auch Typen, sag mal, die sind einfach ein bisschen feiner und zarter und einfach vom Style her, da passt 1,2 besser. Also man kann hier nicht sagen, was ist richtig oder falsch für einen Mann. Ja, was haben wir noch? Unser Ohr natürlich. Also da habt ihr natürlich unser klassisches Ratespiel, wo ich einen Kunden sage, ja, ich möchte ein Helix-Piercing, sage ich immer, ja, welches, was ist jetzt, was ist Helix, was ist Conch? Gebe ich den so. Gucken die erstmal. Und die schlau sind und meine Videos kennen, die sagen, ja, das obere ist das Helix-Piercing und das untere ist Conch. Und jetzt seht ihr nochmal, das Helix-Piercing wird wirklich so gestochen durch die Helix-Falte. Ja, und das Conch-Piercing geht wirklich durch den Conchialis von vorne hinten durch. Okay, das ist der Riesenunterschied zwischen diesen beiden Piercings. Und dann habt ihr hier natürlich noch ein Dave-Piercing, ganz klassisch, das mache ich ja auch sehr gerne momentan, und das Rook-Piercing. Das Dave-Piercing hilft auch gegen Migräne. Wir werben jetzt nicht damit und sagen, hier, das ist ein Migräne-Piercing, wie es manche machen, sondern wir sagen, es ist ein Dave-Piercing. Das kannst du stechen lassen, wenn du Migräne hast. Wenn du echte Migräne hast, kann das helfen. Es muss aber nicht. Aber die Erfolgschancen sind bei 90%. Aber wie gesagt, wenn einer das will, machen wir das, aber er soll bitte mit der Einstellung herkommen, er kriegt ein Piercing, wenn es ihm gefällt und die Kopfschmerzen weg sind, super, und sonst hat er halt ein schönes Piercing. Nasenpiercing mit Stecker bzw. mit Ring, ganz klassisch auch, eigentlich recht klar, brauchen wir nicht viel dazu reden. Wichtig, ihr seht hier auch schon, der Stecker ist weiter oben, der Ring ist weiter unten platziert. Ja, das machen wir beim Nasenpiercing immer so, weil sonst werden die Ringe riesengroß. Das heißt, wenn man die Stelle von dem Piercing machen würde und würde dann einen Ring hier machen, dann wäre der elefantenmäßig groß, also in Anführungszeichen 10 mm. Und hier wäre etwas kleiner. Also deswegen nehme ich lieber für einen Ring immer die kleinere, die weiter unten liegende Stelle und nicht die so weit oben liegende. Ja, was haben wir da noch? Da haben wir noch einen Tragus, einen Anti-Helix, nochmal ein Helix und einen Conch und, was ist das? Na? Es ist ein Conch, und zwar einfach ein tief gestochener Conch. Ja, aber wichtig, man sticht so von vorne nach hinten durch, wie hier oben auch, und dadurch entsteht ein Conch-Piercing. Das heißt, dieser Ring soll nichts anderes zeigen als, hey, ihr könnt euer Conch-Piercing auch weiter unten machen und das sieht auch cool aus, und ihr könnt es auch weiter oben machen, wie auf dem Ohr. Letztlich kann man es eigentlich, das Conch-Piercing ist eigentlich von hier, also dieser gesamte innere Bereich ist Conch, ja. All das ist Conch, ab dem vierten Ohrloch, diese innere Fläche, wo ist mein Daumen? Ich sehe meinen eigenen Daumen nicht mehr. Hier. Das ist alles Conch quasi. Und das hier außen, die Rille, ist alles Helix. Ja, gut. Also, und da habt ihr nochmal einen Helix frisch nach dem Stechen, würde der so aussehen, dass ihr hier den Stecker reinkriegt und beim Conch eben den Stab. So kommt es immer nach dem Studio, wenn er rauskommt, habt ihr immer so einen Stecker bei uns drin, mit Glitzerstein oder ohne. Ich persönlich mag es mit Glitzerstein mehr. Beim Anti-Helix seht ihr hier eine 2,5er Kugel, die mache ich auch immer lieber als die 3er Kugel. Die 3er Kugel für einen Tragus finde ich gut, aber für einen Anti-Helix mache ich gerne auch eine 2,5er. Ja, die Männerbrustwarze haben wir schon gehabt, dann haben wir jetzt hier einen Bauchnabel. Wichtig ist beim Bauchnabel-Piercing auch, ihr seht, das stechen wir in den Nabel rein. Also wirklich, man darf hier nicht das Piercing irgendwie hier haben, sondern das Piercing gehört wirklich in den Nabel rein, also wirklich da unten rein und nicht jetzt irgendwie vorne hin. Wir haben immer wieder den Fall, dass Kunden mir ein Piercing zeigen, wo dann quasi das Piercing am Nabel dran ist und nicht im Nabel drin. Und ein richtiges Bauchnabelpiercing heißt ja Bauchnabelpiercing und nicht vor dem Bauchnabel oder am Bauch oder neben oder irgendwie kurz darüber Piercing, sondern es ist ein Bauchnabelpiercing. Das gehört in den Nabel rein und deswegen gehört es auch, wie bei uns hier gezeigt, wirklich tief rein und die Kugel soll aus dem Nichts rauskommen. Ja, dann haben wir noch einen Dermal Anchor. Dermal Anchor sollen letztlich auf der Haut liegen, ganz flach. Ja, und wenn ihr denkt, bei uns wird nicht abgestaubt, ist vollkommen richtig. Meine Mädels kriegen jetzt nachher einen Arsch versohlt, weil hier nicht abgestaubt ist. Kerstin, wir hatten hier abgestaubt heute. Ja, wer? Vali hat geputzt. Valentina, du musst ja besser putzen, ne? Also, letztlich, nein. Bei uns ist nicht staubig, nicht, dass ihr denkt, ich habe das gemacht, um die Mädels kurz zu ärgern. Die müssen wir auch mal einen draufkriegen. Diese blöden Modelle, ja, die kriegst du gar nicht sauber, weil das so Silikon ist. Und jedes Mal, wenn man die anfasst, werden die nochmal so abgegriffener. Und das heißt, mit der Zeit werden die dann wirklich irgendwann nicht mehr so schön. Das heißt, die müssen wir auch regelmäßig erneuern. Also jetzt nicht, dass irgendjemand böse ist. Aber ja, gut, trotzdem ein bisschen Staubwischen könnte man hier nochmal. Wobei, ich muss sagen, ich filme jetzt, ist es jetzt gerade hier 5:30. Ich
habe jetzt gedacht, komm, ich mache kurz einen Film für euch. Und wenn ich hier diese Papierrolle immer abrolle, was am Tag auch 100.000 Mal vorkommt, dann staubt es natürlich auch. Das heißt, im Endeffekt habe ich hier nach 2-3 Stunden schon wieder Staub auf dem Glasboard. Also ich muss da mal sagen, das war jetzt ein Spaß fürs Video, um hier mal kurz Rabatz zu machen. Aber bei uns ist wirklich super sauber, da achte ich drauf. Ja, und dann haben wir hier das Ashley und auch ein Medusa-Piercing. Das war ja krass, das Madonna hat euch gar nicht gefallen, was er hier gestochen ist. Das ist ja voll anscheinend jetzt ein Assi-Piercing und total out. Ich muss sagen, mir gefällt es nach wie vor noch. Ich finde es auch weder Assi noch out. Mir gefällt es gut, aber das ist Geschmackssache. Würde ich euch aber trotzdem bitten, das arme Mädel damals, die tut mir so leid. Ich glaube, die ist ganz traurig. Die war gar nicht mehr da. Ich hoffe, die kommt nochmal. Die hat auch ein schönes Piercing. Zumindest finde ich das gut. Aber gut, das am Rande. Hier seht ihr ganz leicht, das Ashley kommt innen drin in der Lippe wieder raus. Sieht man leicht schillern. Wichtig ist dieses Piercing, jetzt habe ich nicht 5 Hände, warum eigentlich nicht? Da seht ihr, das kommt quasi, das geht Richtung, warte mal hier mit Licht, das geht Richtung Zähne. Ja? Das heißt, es soll nicht irgendwie senkrecht nach unten gestochen werden. Viele Piercer stechen das irgendwie so. Ja? Und dann sieht erstens mal die Kugel so aus, als ob sie gleich abhebt. Zum anderen drückt dann quasi dieses Piercing volle Kanone auf die unten auf die Unterlippe, beziehungsweise innen drin auf den Zahnfleischübergang zum Zahn. Das tut natürlich total weh und ist noch nicht schön. Also das gehört wirklich gerade gestochen. Das Medusa hingegen gehört ein bisschen schräg gestochen. Das gehört also wirklich so ein bisschen von oben nach unten. Das heißt, es soll hier wirklich dann auch so bei der Oberlippe wieder rauskommen. Ja, ganz klassisch mal kurz erklärt. Ja, unsere Uschi, die hat früher Uschi geheißen. Warum, kann sich jeder denken. Wer nicht, der hat Pech gehabt. Und das habe ich vorher auch schon erklärt, ein KVH Vertikal. Da kann man natürlich auch noch ein Horizontales und andere Sachen machen. Das werde ich euch auch, wenn ihr wollt, auch gerne mal in Ruhe noch erklären, weil das Intimpiercing-Thema schon einige anspricht. Und da meine Augenbraue, da weiß man nie, wie rum schaut das Auge jetzt, guckt er nach links oder rechts. Also es ist so gedacht, das ist die Außenseite vom Auge, weil natürlich hier, wo die Nase wäre, fängt die Augenbraue eigentlich mehr an und da wird es dann eigentlich auch dicker. Also das zweite Auge wäre auf der Seite. Aber da muss ich die auch das Modell eine Stunde vorher anschauen und studieren, bis man weiß, was da eigentlich Sache ist. So, dann sind wir eigentlich mal alles durch. Einmal hier meine Modelle im Überblick und dann habt ihr die mal gesehen. Und wenn ihr dann noch Fragen habt zum einen oder anderen Modell, dann sagt mir Bescheid. Wie gesagt, auf denen ist natürlich auch nicht alles drauf, was man piercen kann. Es ist nur für mich hier so ein kleines Set von Piercings, wo ich sage, hier auf die Schnelle, wenn ich was brauche, dann habe ich die griffbereit, kann den dem Kunden vors Gesicht halten. Wir können was anfassen, können was besprechen und können gewisse grobe Mängel oder Fragen beantworten anhand dieser Modelle. Also wenn euch da noch irgendwas anspricht oder sagt, hey, warum ist das und das nicht drauf? Zum Beispiel Industrial habe ich gar nicht mehr drauf. Warum habe ich so oft gestochen? Weiß jeder, wie es aussieht, brauche ich nicht mehr auf dem Modell. Deswegen habe ich mich entschieden für einen Dave, für einen Rook, für einen Anti-Helix, für diese ausgefallenen Sachen, um das einmal nochmal zu zeigen. Also wie gesagt, sagt mir einfach in euren Kommentaren, was noch sein darf. Darf es noch ein bisschen mehr Erklärung sein oder nicht? Super, dann hoffe ich, euch hat das gefallen. Ich bin auf euren Wunsch eingegangen. Danke mal fürs Zuschauen und bis bald wieder im Studio. Euer Marc.